So, hey, willkommen zur Grundriss-Challenge 43 mit den Blöcken. Ziel ist es, innerhalb der Regeln diesen Grundriss hier kreativ zu bauen, einzurichten und das Grundstück dann mit der Community zu teilen. Das ist die Grundriss-Challenge. Ja, nur das Dieses hier Base Game wird benötigt, um mitzumachen. Inhalte aller Packs und Sets sind aber erlaubt, falls ihr die habt. Es gibt auch kein Simoleons Budgetlimit dieses Mal. Ja, es gibt aber so ein paar Regeln. Und ihr seht hier schon, wir haben Blöcke. Und diese Blöcke, die müsst ihr kombinieren. Und zwar müsst ihr alle bestehenden Blöcke zu einem zusammenhängenden Grundriss auf einem Stockwerk kombinieren. Das heißt, ihr klickt die an, ne? Verschiebt die, das dürft ihr machen. Ihr dürft die auch drehen, ne? Mit Punkt und Komma geht das ja ganz einfach. Und die müssen am Ende alle zusammenhängen. Das heißt, es muss am Ende quasi ein großer Block sein. Es darf kein Raum irgendwie, also kein Block hier quasi irgendwie einzeln stehen, auch nicht mehrere einzelne. Also es muss nachher ein Haus quasi sein. Und ihr könnt die drehen und frei kombinieren. Und die Challenge ist eben daraus, einen coolen Grundriss zu gestalten und diesen dann einzurichten. Und ja, den dann auch mit der Community zu teilen. Es ist nicht erlaubt, ne, ergibt sich eigentlich, aber ihr dürft es nicht ineinander platzieren. Das heißt, sowas wäre nicht erlaubt. Ihr dürft es so gestalten, dass es am Ende in der Mitte, ne, wenn das jetzt hier so wäre, ein Loch quasi zu haben. Aber dieses Loch darf dann nicht gefüllt werden. Also es ist kein weiterer Raum, dass ihr irgendwie, den ihr irgendwie zumachen dürft oder irgendwie eine Decke machen dürft oder ein Dach drüber oder so. Das ist nicht erlaubt. Und wenn ihr das macht, also das dürft ihr machen, aber dann müsst ihr es auch offen quasi lassen, komplett offen. Ja, ich mache das jetzt mal wieder zurück hier, dass wir das nochmal hier zurück haben. Es gibt noch so ein paar weitere Regeln, also das, was ihr habt, das müsst ihr quasi verwenden, das ist die Challenge. Das heißt, weitere Bautools sind nicht erlaubt, und zwar diese. Also alles, was ihr hier quasi seht, das heißt Wände, Platten sind diese hier, wurde letztes Mal gefragt hier. Also es sind so Dächer oder auch Bodenplatten, ne? Dürft ihr nicht verwenden. Das ist nicht erlaubt. Plattformen, Fundamente, ne, natürlich auch nicht. Also keine Plattform ziehen, keine Fundamente, also die Räume nicht erhöhen oder wieder senken oder sowas ist nicht erlaubt. Ihr dürft die Wandhöhe dürft ihr dieses Mal ändern, tatsächlich, das seid ihr frei. Und Keller und natürlich die Räume, ne? Also was ihr hier seht, ist alles nicht erlaubt. Alles andere ist aber erlaubt, das heißt zum Beispiel Halbwände, Zäune, Säulen und so weiter, Tapeten, alles mögliche dürft ihr machen, was ich hier nicht genannt habe. Wände, Platten, Plattformen, Fundamente, Keller und Räume und auch das Geländetool, die sind nicht erlaubt. Also alles, was ihr hier seht und eben das Geländetool, diese Tools sind nicht erlaubt. Ich glaube, das ist dann relativ übersichtlich. Alles findet ihr auch nochmal zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Es gibt dann noch eine Besonderheit, also wenn ihr dann einen Grundriss zusammengestellt habt, das heißt, wenn ihr die möglichst kreativ oder eben effektiv oder ne, zusammengestellt habt, damit ihr einen schönen Grundriss habt zum Einrichten, dann müsst ihr diesen, und es wäre keine Challenge, wenn es keine gäbe, zusätzlich eine Besonderheit, und zwar diesen Grundriss, den ihr dann habt, der sieht jetzt bei mir ein bisschen scheps aus, bekommt ihr besser hin, den müsst ihr mit Dächern quasi, also obendrauf müsst ihr Dächer platzieren, und zwar das komplette Haus quasi, eure zusammengesetzten Räume, die müssen alle mit einem Dach quasi, ja, versehen werden. Das heißt, ihr müsst alle Flächen hier oben, die ihr seht, muss ein Dach drauf sein. Heißt auch mindestens, ihr dürft auch Dächer ziehen, ne, und die überstehen lassen. Das seid ihr frei, aber es soll euch so ein bisschen eine Challenge geben, möglichst natürlich einen sinnvollen Grundriss einzurichten, damit ihr nicht so viele komische überstehende Ecken habt wie ich hier, außer ihr wollt das oder das macht irgendwie was Kreatives her. Aber das müsst ihr dann auch beim Zusammenstellen eurer Räume beachten, dass später ein möglichst schönes Dach auch dabei rauskommt. Das ist nochmal so eine Besonderheit. Es darf also kein Flachdach und so weiter sein. Es muss wirklich mit diesen Dachtools ein Dach gemacht werden. Wie und welche, das seid ihr frei. Wie gesagt, falls es bei eurem Grundriss Lücken in der Mitte gibt oder so, die dürft ihr nicht mit einem Dach, ja, überlagern, ne? Aber ihr dürft Dächer überstehen lassen. Also sowas wäre zum Beispiel auch erlaubt, ne? Okay.
Dann haben wir noch eins, es muss ein 20x30 Kästchen großes Grundstück bleiben. Ne? Das Haus zu verschieben oder zu drehen ist natürlich hier in dem Fall erlaubt, weil da dürft ihr alle Blöcke und so auch verschieben und drehen. Und die Grundstücksmerkmale könnt ihr natürlich frei festlegen. CC ist nicht erlaubt und wie gesagt, ihr dürft sonst alles machen, was nicht gegen eine der Regeln verstößt. Und wie könnt ihr jetzt mitmachen? Ihr geht in die Galerie, dort sucht ihr nach dem Hashtag Grundriss-Challenge 43 sind wir schon hier. Und dort findet ihr dieses Grundstück, ne? Das könnt ihr euch dann runterladen und dann könnt ihr die Blöcke quasi, ne, so anordnen, wie ihr das cool findet, wie ihr damit klarkommt, das ist die Challenge. Und wenn ihr es dann fertig gemacht habt mit eurem Grundriss, ne, das Dach platzieren natürlich und dann das Ganze einrichten. Es muss kein Wohnhaus sein, kann auch ein Gemeinschaftsgrundstück sein, seid ihr frei. Wie gesagt, alles, was nicht in den Regeln definiert ist, das seid ihr komplett frei. Und das richtet ihr dann ein und ladet es dann wieder hoch in die Galerie und zwar als Grundstück speichern, ne? Und dann setzt ihr in das Beschreibungsfeld hier unten, ganz wichtig, den Hashtag wieder rein, Grundriss Challenge 43. Ganz wichtig, richtig schreiben, nicht verschreiben aus Versehen. Das Coole ist, wir können dann, ja, das teilen mit der Community in der Galerie. Über den Hashtag findet man ja dann auch die Grundrisse von euch. Und, ja, das gucken wir uns dann auch an in einem Livestream, in einem Showcase-Stream nennen wir das Ganze. Und da gucken wir uns dann eure Kreation an. Dieser ist frühestens in 10 Tagen nach Upload dieses Videos. Eigentlich immer 13 Tage, weil wir immer Freitag streamen. Das ist auch der früheste Termin. Also ihr habt da so ein bisschen Zeit dafür, das auch zu machen. Und ja, guck mal in die Videobeschreibung. Dort steht nochmal alles auch zum Upload dieses Showcase-Streams. Alle Termine findet ihr auch nochmal im Sendeplan, falls sich da was verschiebt. Und ja, vielen lieben Dank, viel Spaß beim Bauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Und ihr dürft auch natürlich auf Social Media wie Instagram den Hashtag GrundrissChallenge und GrundrissChallenge43 verwenden, um eure Builds dort zu taggen und zu teilen. Und natürlich mich auch markieren, zum Beispiel auf Insta in der Story. Dann kann ich das nämlich auch schon teilen. Sehr gut. Okay. Ja. Dann bleibt nur noch eins zu sagen, ihr wisst es, Daumen hoch, es geht los. Ganz viel Spaß euch. Dankeschön.